Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir testen heute zusammen die Candyland Lidschattenpalette von Rival Loves Me aus dem aktuellen Sortiment. Die ist jetzt neu dazugekommen und ja, gestern hatte ich nur auch schon ein Schminkvideo. Wusste ich ja nicht, dass die Paletten jetzt endlich in meinem Rossmann zu haben sind. Und ja, dann habe ich insgesamt zwei Stück mitgenommen. Einmal die Candyland, einmal die Ruby Chocolate. Und heute schauen wir uns die Palette an und morgen die andere. So, das Packaging catcht mich natürlich. Das sieht richtig toll aus. Es ist zwar glatt hier, sieht zwar 3D-mäßig aus, aber mit solchen süßen Zuckerstückchen gefällt mir die echt ganz gut. Auch hier drin haben sie sich was einfallen lassen hier. Mit diesen kleinen Stücken hier, ein bisschen Gülden gemacht und die Farben finde ich gar nicht mal so schlecht. So, und wir reden nicht lang, es geht sofort los. Passend zum Oberteil würde ich sagen, wir fangen mit diesen Farbtonen einfach mal an und tragen uns den hier auf das Augenlid auf. Wie ich sehe, die Farbe ist relativ dezent, obwohl man hier doch ein bisschen was sieht in der Kamera. Das ist halt auch immer der Unterschied. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, habe ich hier die Farbe schon schön auf dem Lid. Aber in der Kamera sieht man das gar nicht so toll. Kickback, also minimal. Und lässt sich gut auftragen. So, in die äußerste Ecke, wie immer, einen etwas dunkleren Ton. Das wäre jetzt für mich dieser Bordeaux Lollipop, nennt sich die Farbe. Und die ist nicht ganz so dunkel, wie sie hier rauskommt, also im Fännchen. Auch mal sehen, ob wir da irgendwie was machen können. Für mich könnte die Farbe ein bisschen dunkler sein. Die hat nicht viel Effekt hier hinten im Augeneck. Ja, geht. Es geht. Andere Seite noch. Die hat eine minimale Farbabgabe, finde ich jetzt ein bisschen schade. Man sieht es leicht, also die Farben sind dennoch sehr pastellig. Ein bisschen so wie Kreidefarben. Von dem Ton hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Was mich dann immer stört, wenn hier nicht so ein dunkler Ton ist und man müsste dann immer zu so einer Zweitpalette ausweichen, weil die eine nicht das alles bringt, was man so erwartet. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil bei 18 Farben sollte sowas schon möglich sein. Wir haben hier schöne Glitzerfarben mit dabei. Diese beiden. So, mal gucken, die sind fast ähnlich. Welches nehmen wir jetzt? Ich probiere es mal mit der Farbe Magic Spell. Das wäre diese hier. Tun wir uns gleich ein bisschen hiervon mal auftragen. Die hat so einen blau-weiß-violett-Ton. Ich meine, verschiedene Farben haben wir ja hier drin. Ich finde diese aber fast ähnlich. Die geht mehr ins Korall, ja. Die geht mehr ins Lila Bordeaux. Und jetzt haben wir hier noch eine Farbe. Ich nehme einfach mal noch Fairy. Das wäre diese hier. Die tue ich mir ganz sanft hier nochmal
auftragen, damit ich dann mit einem schönen Glitzerton drüber gehen kann. Auch diese Farbe ist sehr matt. So, wir tun das alles noch ein bisschen damit ausblenden. Und ja, was nehmen wir da noch für eine Farbe? Hier haben wir Cinnamon. Das wäre diese hier. Oh, die geht mir ins Braun. So ganz vorsichtig sein. Aber die setze ich mir einfach hier ein bisschen auf das Augenlid auf. Ja, also die Schimmertöne, die sind nicht schlecht. Die sind echt nicht schlecht. So, das Auge würde ich jetzt gern einrahmen. Ich probiere mich wieder mit diesem Lollipop-Lila-Ton. Macht sich relativ schlecht. Minimal. Minimalistisch sieht man hier was. Also sag mal so, für die, die nicht ganz so eine Farbabgabe, für die eine Farbabgabe nicht ganz so wichtig ist, oder die anfangen zu schminken, kann man eigentlich auch nichts falsch machen, weil die Farben sind sehr dezent. Obwohl ich sagen muss, guckt mal, man sieht trotzdem was auf dem Auge. Was mir gefällt, sind diese Schimmertöne hier, die man so noch als Topper aufs Auge setzen kann. Hier haben wir noch einen schönen Weißton, Pixie. Den machen wir uns jetzt so ein bisschen in das Inner Corner. In der Hoffnung. Oh. Der ist natürlich echt schön. Der ist echt schön. Der lässt sich jetzt wieder perfekt auftragen. Ich meine, auftragen lässt sich alles gut, aber wie gesagt, mit dem Sehen in der Kamera ist relativ schlecht, aber hier im Spiegel finde ich es gar nicht mal so übel. So, ich zeige euch mal die Glitzertöne. Da muss man vorsichtig reingehen. Hier haben wir so einen Flitter. Ui. Kann ich das mir erlauben? Kann ich mir das erlauben? Und den mir hier so unter das Auge zu machen? Oh. Herrlich, mein Gott. Ganz so viel. Oh, das ist mir bald ein bisschen viel. Boah. Ja, also. Ich hatte früher mal von Yves Rocher, da gab es solche Glittersticks. Muss das jetzt ein bisschen abnehmen wieder. Die hatte ich mir auch immer so unter das Auge gemacht. Ey, hier muss man echt aufpassen. Nicht zu viel nehmen. Oh. Wenn ich meine Freundin jetzt sehen würde, dann auf der Arbeit, würde sie sagen, na, haben wir schon wieder eine Palette getestet? Ein bisschen. So, mal jetzt alles ein bisschen korrigieren. Auch guckt mal, wie schön das aussieht. Es glitzert. Eigentlich wollte ich euch bloß die Farbe mal zeigen. Und hier haben wir auch so einen Glitzer. Ah, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ja, das setze ich mir nur ganz leicht hier auf das Auge. Glitzer. Also mit Glitzer kriegen sie mich ja natürlich, ne? Boah. Hier, das mal ein bisschen abmachen, ey. Etwas abmachen. Glitzer ohne Ende. Wenn er dann im Gesicht überall hängt, das ist jetzt so nicht meins. Aber der hält relativ gut fest. Also relativ, er hält richtig fest. Ich krieg's gar nicht wieder ab. Da ist so eine kleine Beschichtung drauf. Ich habe gestern schon Swatches gemacht. Und da habe ich gemerkt, wie fest das ist. Das ist wie noch so eine Gelschicht drin. Ja, das geht gar nicht mehr ab. So, dann nehmen wir noch schnell ein Mascara. Diesmal von Misauda. Habe ich auch aktuell mit im Gebrauch. Ich habe so sechs
5, 6 Mascaras immer im Gebrauch. Ich dachte, heute zeige ich euch mal eine andere. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Vom Bürstchen her gefällt die mir sehr gut. Obwohl es kein Gummibürstchen ist. Aber es lässt sich dennoch gut auftragen. Meistens, wenn eine Mascara frisch ist, lässt sie sich halt immer gut auftragen. Man merkt erst immer, ob eine Mascara was taugt, wenn man sie schon eine Weile hat. Und es lässt sich immer noch gut Farbe ans Auge ranbringen. So. Letzten Tupfungen noch hier. Und ja, gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich hier von Rival de Loop aus der aktuellen Kollektion, aus der Limited Edition Coral Summer, das Juicy Lip Oil. Das tragt man noch auf. Ah, mit so einem fetten Applikator. So. Dann würde ich sagen, der Look ist schon mal fertig. Schaut es euch an, wie es wieder glitzert. Gar nicht mal so schlecht, ne? Passt alles gut zusammen. Ich weiß es nicht. Würde diese Palette jetzt 20 Euro kosten, würde ich sagen, um Gottes Willen. Aber für 5 Euro kann man da echt nicht falsch machen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was sagt ihr dazu? Habt ihr es schon getestet? Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder zu der Ruby Chocolate. So, macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüssi!